Hallihallo und herzlich willkommen auf Nuclear Nightmare mit einer weiteren Folge 25 Jahre Sega Saturn. Diesmal mit Shin Shinobi Den oder auch bekannt als Shinobi X oder Shinobi Legions, je nachdem von welcher Region ihr die Version holt, also unsere wäre dann Shinobi X in Europa. Ja, wie in meinem Pickups-Video vom Kuschelmuschel Reloaded im Dezember 2019 gesehen, je nachdem, wann ihr dieses Video guckt, weiß ich nicht, oder wann es rauskommt. Auf jeden Fall, im Dezember habe ich das Ganze gekauft für 30 Euro beim Kuschelmuschel Reloaded in der japanischen Version. Diese hat, genau wie die US-Version, einen anderen Soundtrack als in Europa, also einen orchestralen, der nicht so japanisch klingt. Jetzt werdet ihr euch aber fragen, wenn ihr nicht euch mit Sega sowieso auskennt, was ist denn Shinobi für ein Spiel? Ja, Shinobi ist ein Action-Jump'n'Run mit leichten Hack'n'Slay-Anleihen und von links nach rechts. Und ja, es ist so eine Mischung aus Ninja-Action und ja, bisschen Zukunft, bisschen Fantasy, aber auch sehr viel japanisches Mittelalter. Es geht von links nach rechts im Side-Scrolling und ihr könnt Shurikens werfen im Nahkampf, euer Katana benutzen, besondere Special-Moves benutzen, Zauber entfachen. Und es geht oft in der Story um Betrug und Verrat und Mord und Intrigen. Und ja, diesmal auf dem Sega Saturn. Frühere Teile waren auf Master System, Mega Drive und in der Spielhalle. Mit der Power des Saturns ist natürlich auch möglich, Videosequenzen zu haben. Und diese Videosequenzen sind mit echten Schauspielern. Das werden wir uns gleich mal angucken. Vielleicht seht ihr das ein bisschen hier auf der Packung. Und apropos echte Schauspieler. Alle Characters sind digitalisierte Fotos. Und ja, manche Leute sagen, das wäre schlecht gealtert, manche Leute finden das gut. Die Animationen sind doch ganz gut und wir werden uns das Ganze jetzt gleich mal angucken. Wie gesagt, auch in Europa erschienen, aber die europäische und auch die US-Version kosten auf eBay etwa 100 Euro oder mehr und das ist mir zu teuer. Meistens kostet auch auf eBay die japanische Version 60, 70 Euro. Aber beim Kuschelmuschel, na auch manchmal 50, gab es aber beim Kuschelmuschel Reloaded für 30 Euro und da musste ich natürlich zuschlagen. Ich wünsche euch schon mal viel Spaß mit dem Gameplay. Bis gleich. So, nun fangen wir an mit Shinobi X oder Shin Shinobi Den. Direkt mit dem Intro und ich bin jetzt mal ein bisschen still, damit ihr die schöne, trashige Japan-Atmosphäre auch mitbekommt. Ist ja mit echten Schauspielern gedreht. Ja, mit seinen tollen magischen Ninja-Fähigkeiten bringt er den Bösewicht zum Reden, zum Sprechen. Und ja, mich würde mal interessieren, da ich ja nur die japanische besitze, wie ihr wisst, da ich sie ja günstig bei Kuschelmuschel Reloaded bekommen habe, 30 Euro und die europäische und US mir zu teuer ist. Wisst ihr, hat jemand von euch die US oder Euro gespielt oder besitzt sie sogar? Ist das Ganze synchronisiert bei uns oder bei den Amis oder hat es nur Untertitel? Ihr seht auf jeden Fall, egal ob auf Japanisch oder auf Deutsch oder Englisch, die Kacke ist am Dampfen, die Freundin wurde entführt und es wird hier mit harten Bandagen gekämpft. Sagt mir auch mal in den Kommentaren, ob ihr das Intro sehr trashig findet oder generell die Zwischensequenzen, da kommen später noch mehr davon. Ich finde es ja toll, also mir macht Spaß, ich finde es sehr witzig. Ja, und ich sage euch gleich von vornherein, ich habe heute gezockt und der Audiokommentar, was ihr jetzt hört, ist im Nachhinein aufgenommen.
Ich hoffe, ihr hört auch nicht die Party meiner Nachbarn, während ich hier einspreche. Ja, wir stehen natürlich auf Easy, auf 100 Shurikens. Und ja, ihr seht, A ist Shuriken schmeißen, B ist mit dem Katana zuhauen und C ist hüpfen. Ja, die anderen Buttons, Schultertasten X, Y und Z werden nicht benutzt bei Shin Shinobi Den bzw. Shinobi X oder Shinobi Legions, wie es in den USA heißt. Ich nenne es ab sofort jetzt einfach Shinobi X, geht schneller. Ja, und ich bin nämlich nicht gerade der Beste in dem Spiel. Hatte heute einen super Run. Liebe Grüße an Pia und Sandy, die waren dabei, die haben es gesehen. Vielleicht lag es daran, dass die zwei so schlecht drin waren und ich dadurch gut mir das einprägen konnte. Ja, aber der Run ist jetzt nicht zu schlecht. Ich habe auch einmal einen Schnitttour gemacht und ihr seht es auch ein bisschen brutal. Wenn man getroffen wird, blinkt man hier. Es sieht bei mir nicht so toll blinkend aus. Das hat die Capture-Karte nicht hingekriegt. Seht ihr, dann ist man so komisch. Sieht das ja aus. Also im Spiel sieht das anders aus. Wenn man direkt auf dem Fernseher zockt, das ist die Capture-Karte. Ja, Lampen könnt ihr kaputt machen. Manchmal kriegt ihr was dafür. Meistens kriegt ihr nichts. Manchmal sind in den Lampen was drin. Schön, wie da auch das Licht ausgeht. Und ja, Bomben hinterlassen die Gegner auch öfters. Das kennt man schon aus früheren Shinobi-Teilen. Und Sprung und unten gleichzeitig ist zum Beispiel von einem Dach runterspringen. Neu in diesem Teil war auf jeden Fall, dass man die Shurikens der Gegner abblocken kann oder sogar zurückschicken kann mit dem Katana. Das können die Gegner aber teilweise auch, vor allem Bosse. Und ja, das finde ich doch sehr cool und sehr toll gemacht. Also mich stören die digitalisierten Sprites hier überhaupt gar nicht. Mich würde mal interessieren, ob die Euro-Version genauso brutal ist, ob die geschnitten wurde. Sagt es mir in den Kommentaren, falls ihr es wisst. Der liebe Video James, Hallihallo, falls du zuguckst, du bist doch auch Saturn-Spieler der alten Schule. Besitzt du das Spiel? Vielleicht kannst du mir mehr dazu sagen. Also zu der europäischen oder US-Version. Die europäische hat ja einen anderen Soundtrack als einzige. Ja, aber wie gesagt, das ist mir zu teuer. 30 €, das ist ein ganz guter Preis. Wenn ihr das eben gesehen habt, man kann auch im Sprung schlagen und dann so eine tolle Rolle machen, Doppelsprung und schlagen. Und das ist unser Helfer-Samurai. Den haben wir da eingesammelt und solange wir rot blinken, können wir mit dem mächtig Schaden austeilen, dann taucht er auf und wenn wir nicht mehr rot blinken, dann ist er weg. Ja, was gibt's noch zu sagen? Oben links ist die Anzeige, die Lebensenergie. Ihr könnt also insgesamt etwa 8-mal getroffen werden. Und die verfärbt sich immer je weniger Energie ihr übrig habt. Ja, der erste Level ist halt so richtig, um mal alle Basics zu lernen. Und auf Easy bin ich jetzt nicht der allerschlechteste Spieler. Die gelbe Kugel, die ich da eben eingesammelt habe, die gibt auch Lebensenergie zurück. Wozu die blauen, ehrlich gesagt, da sind, kann ich euch gar nicht so genau sagen. Und natürlich oben rechts, das ist unsere Lebensanzeige. Extra Leben kann man hier auch einsammeln. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, wie sie aussehen. Ihr seht, wenn ihr es als japanische Version holt, es ist nicht schwer zu zocken, aber ein bisschen was könnte einem doch fehlen. Andere YouTube-Videos können dort sicher aushelfen. Aber wenn ihr mir was erzählen könnt, dann finde ich das auch gut. Ich muss da jetzt nicht unbedingt so danach suchen, weil spielbrechend ist es jetzt nicht. Also man kann es trotzdem genießen, würde ich sagen. Natürlich könnt ihr auch einfach, wenn ihr genug Kohle habt oder euch das wert ist, einfach die europäische für 100 € holen, wenn sie nicht so schon preisgestiegen ist. Und da kommen wir zum ersten Boss. Der ist ein bisschen leichter, als er aussieht. Nur wenn man mit nur noch einem Balken da reingeht, dann ist er doch ein bisschen schwieriger. Ja, wie man jetzt hier schön sieht. Natürlich kann man sich hier bei diesem Boss auch einiges schon merken, wenn man den zockt. Denn es ist wie immer, man muss einfach nur sich die Sachen merken. Wenn sich seine Augen rot verfärben, dann kommen bald die Flammen. Und die deuten sich auch an, indem sie erstmal noch ganz durchsichtig sind. Man muss sich nur da richtig dazwischen stellen. Ja, jetzt zum Beispiel. Habt ihr es gesehen? Da hat er vorher rote Augen gehabt. Jetzt schon wieder. Das heißt, da kommen die Flammen wieder. Kann man sich auch gut merken, rot für Feuer.
So, jetzt werden bei mir die Nachbarn lauter. Ich hoffe, ihr hört das nicht im Audiokommentar, aber müsste eigentlich nicht sein, gell? Wenn nicht, dann wisst ihr schon mal im Voraus Bescheid. Ich hoffe auch, dass der Audiokommentar diesmal nicht so kratzig wird. Ich weiß nicht, warum der in den letzten Videos so war. Jetzt geht es erstmal weiter mit Story, auch wenn japanisch. Da ist sie schon wieder. Kazuma, so heißt der Bösewicht. Hier in der blauen Rüstung eben. Wie die zwei Kobolde heißen, weiß ich nicht. Sie heißt ja, glaube ich, Aya. Und den wir spielen, heißt nicht Shinobi, der heißt Shou. Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, ob es wieder der Neo-Seed-Clan ist. Das sind ja die Bösewichte in den vorigen Teilen gewesen. In Shinobi 3 und Revenge of Shinobi. Bei Teil 1 weiß ich es jetzt gar nicht. Shinobi 3 habe ich nur in mehreren Mega Drive Collections und Revenge of Shinobi habe ich sogar für den Mega Drive. Vielleicht gucken wir uns das auch irgendwann mal an. Ja, der zweite Level, also man muss sagen, Level-Design ist doch sehr abwechslungsreich. Erstmal jetzt hier so eine Festung bei Nacht. Jetzt gehen's im Wald und ab dritten Level, oder der dritte Level, der ist dann schon wieder ziemlich abgedreht. Ja, das mit den Bäumen kann auch manchmal hier ins Auge gehen, wenn man falsch springt und wieder ganz am Boden landet. Denn man stirbt nicht durch zu tiefen Fall zum Glück. Aber man kann dann halt alles neu machen. Steuerkreuz nach oben. Wenn man an einem Baum, an einem Ast besser gesagt, dran ist, dann kann man sich da dran festhalten von unten. Ist auch ganz gut zu wissen, denn sonst kommt man manchmal wohl nicht hoch. Ja, der Part war noch ziemlich einfach gewesen. Aber hiernach wird es ein bisschen kniffliger. Ja, da habe ich unseren lieben Kumpel Samurai hier wieder bekommen. Der hilft wieder ein bisschen aus. Der Aushilfs-Samurai. Aber ich werde euch nicht zu sehr quälen, das kann ich euch schon mal sagen. Da ich ja jetzt hier im Nachhinein aufnehme. Wenn ich scheitere und den ganzen Baum nochmal neu klettern muss, dann gibt es einen Schnitt. Den habe ich dann gesetzt. Und ja, da müsst ihr nicht genervt sein, dass ihr den ganzen Weg nochmal angucken. Da kann ich euch nämlich jetzt schon mal was bei der Gelegenheit erzählen. Ich finde es auch gerade übrigens viel entspannter, nicht während des Gameplays zu reden. Ich glaube, das muss ich in Zukunft öfter so machen. Also je nachdem, was für ein Spiel es ist, aber bei dem hier wäre es echt die Hölle, noch dabei weiter zu sprechen. Ja, es ist auch, wie ihr seht, so die Hölle mit dem Runterfall. Wenn ihr in Shin Shinobi Den, beziehungsweise Shinobi X, wenn ihr sterbt, ihr habt hier Continues und Leben. Was war es, glaube ich, nochmal? 6 Leben und 8 Continues. Ja, also 48 Mal könnt ihr versagen. Ihr müsst immer nur den Level von vorne anfangen, wenn ihr 6 Leben verbraucht habt. Ihr müsst nicht das ganze Spiel von vorne anfangen. Das finde ich ist doch sehr fair und da kann man sich auch gut dran gewöhnen. Und ja, also da sollte man doch einigermaßen weit kommen. Ich bin schon privat bis in den 4. Level gekommen. Ohne für YouTube aufzunehmen. Oh, da mache ich schon wieder einen Segelflug nach unten. Und ja.
Was mich nervt ist, es ist ein Spiel für den Sega Saturn und man kann nicht abspeichern. Auch nicht die Optionen, gar nichts. Und das ist halt zum Kacken. Wie ihr übrigens eben gesehen habt, bin ich nicht nur gestorben, sondern die Gegner können auch die Äste kaputt machen. Also, ja, da muss man auch aufpassen. So, und hier habe ich dann direkt mal einen Schnitt gemacht und habe mich bis oben hin gekämpft. Und das ist doch schon mal viel besser. Und hier kriegen wir auch schon gleich den nächsten Boss zu sehen, frisch vor dem Fuji. Vor dem Fujiyama. Und es ist natürlich einer von diesen Typen, die vorhin auf dem Videomonitor zu sehen waren. Und wer das hier mal zockt, ich kann euch gleich empfehlen, passt bei diesem Typen auf. Wenn er seine nervige, genau diese hier, wenn er seine nervige Wirbelattacke macht, schmeißt ja kein Shuriken. Er tut sie alle durch das Wirbeln zurückschicken an euch und das geht sehr fix und da könnt ihr ganz schnell tot sein. Aber es war ein ganz okayer Run. Wie ihr seht, ich habe ihn besiegt. Als ich das erste Mal gespielt habe, habe ich 5 Mal für den gebraucht. Also 5 Leben. Da habe ich aber auch schon sehr, sehr spät abends gezockt. Ja, hier muss man auf der Hut sein ein bisschen. Das merkt man erst gar nicht, dass die angreifen hier. Da muss man aber einfach nur hochspringen. Das ist jetzt nur zu schon, man braucht den Wirbelangriff nicht. Ja, und schon kommt sein Bruder oder was auch immer, wer das sein soll. Der andere Heini vom Videomonitor. Und ich muss sagen, ich finde ihn viel einfacher als sein Bruder oder Kumpel oder wer auch der andere sein soll. Sagen wir mal sein Mitscherge. Ja, das war's. Damit haben wir ihn abgesäbelt und kommen, wie die Japaner so schön sagen, zu Stage 3. Hier nochmal eine schöne Zwischensequenz. Ihr könnt mir ja, wie gesagt, mal sagen, was ihr von denen haltet. Und generell würde mich mal für die Zukunft interessieren. Wie sieht es bei euch auch so mit Zwischensequenzen? Wollt ihr eher weniger, lieber mehr Gameplay? Sagt es mir mal in den Kommentaren, ob euch das stört bisher. Ja, jetzt machen sie ihn ganz schön böse hier. Deswegen kriegen sie auch schönes Backenfutter von uns ab. Ja, Stage 3. Ja, ich muss ja sagen, die Stage selbst gefällt mir vom Optischen nicht und diese Gegner in den Gläsern, diese genetisch hergestellten Teufel auch nicht. Ich finde, sie sieht so karg aus, also die anderen zwei waren viel schöner und diese Typen mit diesen Bazookas da und dieser Dinosaurier, die sind vollkommen fehl am Platz, warum dieses blöde, rote, leuchtende Auge. Ich meine, tut dem Spiel keinen Abbruch, aber irgendwie wirkt's nicht gut, irgendwie wirkt's billig. Ja, und der Typ mit der Bazooka, also wie gesagt, also Ninjas finde ich besser. Die Viecher, okay. Die grünen Teufel da in den Gläsern hat man ja schon in Shinobi 3, gab es ja auch so. Genviecher, aber der Typ mit der Bazooka, der sieht so ultra kacke aus. Da bin ich irgendwie nicht richtig hochgekommen. Und auch noch einmal runterfallen. Und er nervt hier auch. Also wie gesagt, Level Nummer 3 ist nicht so mein Ding. Da wird einmal Flux Anlauf genommen und schon kommt man auch da hoch. So sauber hier, guck mal. Ja. Ich würde nämlich jetzt sagen, dass wir jetzt auch langsam hier mal zum Ende kommen. Und ja, ich würde sagen... Na?
Ab wann habe ich Stopp gemacht? Ab hier habe ich Stopp gemacht. Ich würde sagen, liken, kommentieren und abonnieren, wenn ihr es eh nicht schon gemacht habt. Und ich freue mich drauf, wenn ihr wieder einschaltet. Hier auf Nuclear Nightmare, jeden Samstag und Sonntag um 20.15 Uhr. Bis zum nächsten Mal. Euer Martin. Tschüss.